Ich vergesse immer, wo das Ding mitzunehmen. Ich habe mir hier dieses nette kleine Mikrofon oder Diktiergerät, wie man so will, mal besorgt. Das habe ich eigentlich schon eine ganze Weile. Im Berlin-Video habe ich das 2-3 Mal mitgenommen. Ich vergesse immer wieder, ich habe noch so ein Ansteigmikrofon. Das macht sich dann natürlich draußen immer besser mit dem Ding. Und mir geht es immer wieder so, dass ich entweder das Ding vergesse, das Ansteckmikrofon vergesse. Deswegen waren die Windgeräusche auf dem Brocken so stark. Für das Ding habe ich ja auch noch so einen Windschutz dazu. Ja, jedenfalls. Ich will es jetzt mal öfters nehmen, weil ich jetzt letztens auch gerügt wurde, dass mein Ton so scheiße ist. Sag mal, jetzt hier im Auto reicht da der Ton von der Kamera, das geht ja einigermaßen. Aber müssen wir eben mal sehen. Muss mich halt ein bisschen mal anstrengen und auch mal dran denken. Externes Mikrofon an die Kamera kann ich nicht anschließen. Dadurch habe ich dann auch immer wieder einen gewissen Mehraufwand, den Ton da reinzubringen und eben auch dran jedes Mal zu synchronisieren. Da ich den Klatscher auch auf der Kamera habe, damit der Ton dann passt. Ja, bin jetzt nach der Arbeit wieder weg, hab jetzt Urlaub. Ursprünglich wollten wir ja Skifahren gehen, aber so eine Aussätzigen, Ungeimpften sind beim Skifahren ja nie gewünscht. Da kriege ich ja keine Liftkarte und deswegen bin ich jetzt Richtung Thüringer Wald bin ich unterwegs. Damit ich auch noch mal irgendwie ein bisschen rauskomme. Bin jetzt nach der Spätschicht hier erstmal bis zum Striegestal gefahren. Auf der kleinen alten Eisenbahnbrücke, auf der ich schon mehrfach geschlafen habe. Ich glaube, das dritte Mal bin ich heute hier. So, jetzt trinken wir noch gemütliche Bier. Und dann gehen wir ins Bett. Und morgen fahre ich dann weiter Richtung Oberhof. Naja, ich habe mit dem Skifahren, ich soll eigentlich ein bisschen Schnee liegen da oben, mit dem Skifahren habe ich mir jetzt auf den letzten Moment überlegt, mit Langlaufschirm da oben zu fahren. Ist ein Experiment, sage ich mal. Ich habe nämlich meine alte Ausrüstung oder meine alten Langlaufschirme seit wenigstens 20 Jahren, warte mal, Rechner. Ja, so 2003, 2004, das letzte Mal genommen, also 18 Jahre, sagen wir mal. Ja, meine Schuhe, die sind auch noch von DDR-Zeiten, die hatte ich kurz vor der Wende gekauft, die Skier sind, glaube ich, schon nach der Wende gekauft. Aber die Schuhe, da löst sich der Gummi langsam auf. Ich zeige sie dann mal ins Bild morgen oder übermorgen. Da hoffe ich mal, ich kann mit dem noch fahren. Wenn nicht, dann hab ich halt Pech gehabt, hab ich die halt umsonst mitgeschleppt. Ich darf ja auch in keine Läden gehen und mir ein paar neue Schuhe kaufen. Wenn, dann bräuchte ich ja auch noch eine andere Bindung. Also, so auf die Schnelle mal ein paar Schuhe ist ja nicht zu machen. Brauche ich das mal. Ja, ich hab's zu Hause nicht mehr geschafft, das Video hochzuladen.
Hat er jetzt noch mal eine kleine Änderung gemacht. Und hoffe mal, das geht jetzt mit dem Handy. Wunderschönen guten Morgen. Oh, ich fängt schon an zu pfeifen vielleicht. Da machen wir erstmal Kaffee. Wunderbar hier wieder geschlafen. Hier direkt an der Striekes auf einer alten Eisenbahnbrücke. Hier war ich schon zweimal gewesen. Das ist ein ganz schöner Platz. Als ich am Wochenende mal hier stand, kamen dann früh einige Leute mit dem Hund vorbei. Haben sich aber auch nie weiter an mir gestört. Einfach herrlich, wenn du hier auf den Tisch rausguckst. Ja, dann machen wir erstmal gemütlich Frühstück. Und dann fahren wir weiter Richtung Oberhof. War ja gestern nach der Spätschichtpflicht bis hierher gefahren. Das ist knapp eine Dreiviertelstunde oder so von Arbeit aus. Das ist nicht allzu weit. Nur ja, noch ein Bierchen getrunken dann gestern Abend. Und habe mich dann hier um eins in die Falle gehauen. Und jetzt habe ich durchgeratzt bis 10:30. Jetzt sehe ich mittlerweile schon, warum und wo. Ah, jetzt sehe ich mittlerweile kurz nach 11. Ich stehe hier direkt an der Striegis. Das ist ein Nebenfluss von der Frankfurter Mulde. Freiberger Mulde. Frankfurt wäre ein bisschen weit weg. Egal welches Frankfurt ich meine. Ja, es wird nicht zu warm hier oben. Es hält sich nach den Gränden. Als gut ist es vielleicht auch nie, aber... Geht schon. Also wie es hier aussieht, gut, da sind wir ganz ein Stück höher. Aber jetzt momentan kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass da oben Schnee ist. Leute, das Armageddon ist nahe! Ich hab euch, die Welt geht zu Ende. Ja, ich habe jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde gefahren. 26 Kilometer zeigt er mir an. Und da bin ich dann so ein Stück. Nach 300 Metern im Kreisverkehr geradeaus auf Büchenloher Straße bleiben. Da bin ich dann so, was weiß ich, 5, 6 Kilometer südlich von Oberhof gelandet. Aber so wie es aussieht, wird vielleicht doch nicht genug Schnee zum Langlauf sein. Nach 150 Metern links abbiegen auf Friesenstraße. Links abbiegen auf Friesenstraße.
dem Streckenverlauf 1,5 Kilometer folgen. Was ich hier gerade anzeigt, ich weiß nicht, ich möchte sehen sein. Er zeigt mir an, eine mögliche Strecke wäre hier lang, die dauert eine Minute länger, nicht aber manche Stücke kürzer. Und die sieht so richtig schön nach Serpentinen-Gebirgsstraße aus. Natürlich nicht zu vergleichen mit dem schönen Gebirgspass, den ich in Rumänien gefahren bin. So, bin hier großen Wanderparkplatz angekommen. Hier steht ein Gott mitten im Wald. Da hinten steht noch ein Wohnmobil, die schlafen bestimmt auch hier. Moin Leute! Gut geschlafen, ausgiebig gefrühstückt. Jetzt trinken wir noch einen Kaffee und dann geht's irgendwann los. Ich habe mir eine kleine Runde rausgesucht. Die geht um den Schneekopf. Das ist ein Berg hier bei Oberhof. Drumherum. Dann werde ich noch auf den Berg hochkratzeln. Da oben gibt es eine Gaststätte. Ich hoffe mal, man kann da draußen sitzen. Ach, könnte man vielleicht noch mal googeln, ob da was. Doch. Wenn ich was zum Mitnehmen habe ich mir auch noch gemacht, nicht gerne. Denn entweder es gibt was oder ich esse meine Semmel. Ist aber bloß eine kleine Runde, die ich jetzt rausgesucht habe. 4 Kilometer. Weil ich bin ja ewig lange mit meinen Langläufern nicht mehr gefahren. Könnten fast 20 Jahre sein. Und hab's ja eigentlich schon nie geplant. Das war mir zu weit.
zufällig, da ich auf die Idee kam, fährst du, probierst du hier, ob du ein bisschen Langlauf machen kannst. Und ich habe meine alten Langlaufschuhe, die habe ich mir kurz nach der Wende mal gekauft. Aber das Oberteil feste ich es noch, aber der Gummi löst sich schon ein bisschen in deine Bestandteile auf. Und wird schon leicht klebrig. Also ich hoffe mal, die halten noch. Muss ich auf alle Fälle mal sehen, dass ich mir ein paar neue zulege. Eigentlich wollte ich schon lange mal wieder mit den Skiern fahren. Also mit den Langläufern. Heiko, das geht an dich. Du sollst mir mal Bescheid sagen, wenn ihr mal fahrt. Ich würde gerne mal mitkommen. Hab mir übrigens noch was Neues zugelegt. Eine einfache kleine Heizdecke fürs Auto. Kam nie allzu viel, glaube ich 16 Euro oder so. Es bringt zumindest insoweit was, dass ich das Bett abends schon mal ein bisschen anwärmen kann und nie in so kaltes Bett kriechen muss. So, jetzt auf die Füße legen, um die Füße zu wärmen oder so, das habe ich jetzt mal probiert, das bringt nie allzu viel. Aber wenn du die abends irgendwann mal anmachst, das Bett vorbereitet hast soweit, wird die Bettdecke schön warm, da die Wärme hält sich auch eine Weile dann im Bett. Das ist machbar. Und dann habe ich noch ein anderes Gimmick gefunden, was ich mal testen will. Joggen. Mit Batteriebetrieb. Jedenfalls haben die hier noch so eine kleine Tasche neben dem Fach, wo man einsteigt. Und da ist die Batterie drin. Haben drei Stufen. Die werde ich heute mal probieren. Ich habe die schon mal abends angezogen, aber da hatte ich auch keine kalten Füße. Da brachte der Test nie allzu viel. Da könnte ich auch nie unbedingt sagen, wie warm die wären oder so. Man merkte schon, dass die ein bisschen geheizt haben, aber schauen wir mal, was da passiert. Jedenfalls ein Cache liegt gleich hier vorne am Parkplatz. Aber mal sehen, dann werde ich mir vielleicht heute Abend mal holen oder so. Weil ich bin ganz hinten hier am Parkplatz und der Cache liegt ganz vorne. Muss erst mal wieder reinkommen. Hier an dem Schild Pflegezone habe ich mich doch glatt hingelegt. Hey Leute, jetzt habt ihr es erlebt. Conny hat mal Angst, einen Berg runterzufahren, was gar kein Berg ist. Aber
mit Abfahrtschirm alles kein Problem. Da würde ich ja runterbrettern wie Geld. Aber die Langläufer, ich kann in den Dingern nicht lenken. Die langen Dinger, die kriegst du mir jedes Mal gerade, wenn ich ein bisschen schneller fahre. Was auf ebener Strecke vielleicht gar nicht so schlecht ist. Aber hier, und das hier, das ist noch nicht mal ein Berg hier. Das ist ja noch nicht mal ein Hügel. Scheiße. Kopfrunde, Schneekopfkugelrunde Nummer 2. Der Amethyst. Der Amethyst ist eine Varietät des Quarzes. Die chemische Formel lautet dafür SiO2. Ein sehr wichtiges Erkennungsmerkmal ist die typische Farbe. Sie kann von hellblau bis dunkelviolett variieren und entstand durch Störungen im Gitteraufbau des Quarzes. Dies nutzt die Schmuckindustrie aus. In der Esoterik spielt das Mineral auch eine Rolle. Soll vor Trunkenheit schützen. Ich habe jetzt schon gelünscht. Hier ist er. Kein Wunder, wenn ich hinfliege. Ich bin ja auch auf der schwarzen Piste. Da darf man das ja auch. Jetzt war ich doch glatt hier vorbeigefahren und war mindestens noch 1,5 Kilometer in die andere Richtung weitergefahren. So, jetzt geht's hoch. Mal sehen, ob man dort was kriegt. Vielleicht tue ich auch durch so ein Geimpftes. Wie kommt ein Geimpfter? Wahrscheinlich böse. In den Foren lese ich immer wieder böse Worte von Geimpften gegen Ungeimpfte. Die Ungeimpften, die machen nicht einen Terror, wenn ich in irgendwelchen Foren liegt. Also ist das für mich logisch, eine Impfung macht böse. Wobei ich jetzt noch dazu sagen will, ich bin zwar ungeimpft, bin aber kein Impfgegner. Ich wollte ursprünglich abwarten, bis dieser Totimpfstoff rauskommt, weil ich nicht so genmanipuliertes Zeug haben will. Aber wenn du jetzt siehst, was die mit dem genmanipulierten Zeug, dass das ja auch nie hilft. Und da warte ich dann auch erstmal ab, was dieser Totimpfstoff bringt. Und wir nicht gleich hinrennen und sagen, ich nehme den jetzt. Hatte ich ursprünglich gedacht, aber ich habe ein bisschen den Glaube an Corona verloren. Lass mir das Thema beendet. Ja, trotz der Stimmen, die ich höre, hat mir keiner gesagt, dass ich hier abbiegen muss. Hier ist der Gehlbergblick. Allerdings blickt man heute nie allzu weit. Man müsste es eher Nebelblick nennen, aber na gut. So, mit euch wegen dem Blick, da ja heute ausfällt, bin ich hier, sondern zum einen gibt es da oben irgendwo die Kneipe. Das ist jetzt nicht mehr weit. Ich hoffe mal, ich krieg da was. So, Gehwerkblick. Einige von euch werden denken, hier gab's doch schon einen Cache. Recht habt ihr. Leider ist der aber archiviert. Und da wir diese Stelle so total schön fanden
und wir denken, dass sie unbedingt einen Cash verdient hat, legen wir eine neue Dose. Wir hoffen, ihr genießt einfach die traumhafte Aussicht und die herrliche Ruhe. Setzt euch auf die Bank und entspannt mal. Ich will momentan zu viel. Dem Typen kann man aber nichts recht machen. Hinweis, ca. 5 Meter rechts vom Blick. Jetzt eigentlich nichts mehr zu übersehen. Ja, 5 Meter rechts vom Blick. Ist das nur in Blickrichtung oder in Richtung Kamera? Hier gibt es ein Spoiler-Foto. Ein Baum mit dem Knick. Ich brauche auf alle Fälle eine schöne Abfahrt hier. Eine schöne schwarze Piste. Nee, hier liegt nicht. Oh. Ja, hab jetzt bei beiden 5 Meter rechts vom Blick geguckt. Aber nicht gefunden. Die haben zwar ein Bild von dem Baum und bei Quellen habe ich jetzt noch ein bisschen ausgegraben, den Schnee, aber keine Dose gefunden. Kalte Hände habe ich. Jetzt gibt es erstmal schön einen Kaffee. Und dann muss ich mal ein paar neue Brötchen für morgen holen. Und eventuell muss ich nicht. Entweder ich laufe morgen mal hier auf den Berg hoch. Skifahren nicht schon wieder. Irgendwie hier runter zu bin ich auch wieder gelaufen. Weil ich komme einfach nicht klar, ich krieg das nicht gelenkt mit den Türen. Bin noch ein paar Mal hingeflogen und irgendwo. Ich hatte eigentlich beim Skifahren nie Angst, weil man braucht sich ja gleich abrollen, die Schuhe gehen automatisch aus dem Schlaufen raus. Jetzt ist die Heizung angegangen, jetzt wird es ein bisschen lauter. Ja, jedenfalls brauchte man ja eigentlich nie Angst haben, weil die Schuhe gehen ja automatisch aus dem Schirn raus. Aber hier mit den Dingen habe ich immer Angst, ich spreche mir noch ein Bein oder so, weil eben das Ding hier nur alleine auslöst. Ich dann immer noch in den Schirm stecke und die Beine schon ganz schön verdreht habe, wenn ich weggerutscht bin. Früher habe ich auch, weil ich gerade da oben schon meinen Sammel gegessen habe. Dann fahren wir mal zum nächsten Einkaufsladen.
dir was sagen, die Schuhe haben durchgehalten übrigens. Aber ich sag mal, die elektrischen Socken, irgendwie sind sie nicht das, was ich mir versprochen habe. Also ich hatte sie dann. Ich hatte dann kalte Füße gekriegt, schon nach den ersten Stücke. Aber richtig Heizleistung kam. Heizleistung natürlich nie, aber in dem Fall, aber ich dachte, das macht wenigstens ein bisschen warm. Mal eine kurze Zeit oder so. Aber nein. Haha, es färbt ab, die Schuhe färben ab. Jetzt hab ich bunte Socken von den Schuhen. Ach, Kaffeekocht. Ach, das war die Hose, die abfärbt. Ne, die habe ich ja schon gewaschen. Müssen die Schuhe gewesen sein. Da siehst du, die Socken waren noch auf erster Stufe eingeschalten. Die hatte ich gar nicht richtig abgeschalten, aber habe nie so richtig was gemerkt, ob die das sind. Mikrofon abgestürzt. Ja, und das hatte ich jetzt auf zweiter Stufe hier. Aber gut, kalte Füße hatte ich halt trotzdem. Ja, 2 Stunden kann ich laufen. Aber irgendwie. Bin ich saumüde heute. Bin übrigens doch 10 Kilometer geworden. Ich hatte zwar 5 oder so im Hinterkopf gehabt. Aber da fehlten noch 2, 3. Für den Rückweg, den ich vom letzten Zielpunkt noch eingegeben habe. Aber da kam ja der Rückweg noch dazu. Ja, und dann hatte ich mich ja jetzt noch ungefähr 3 Kilometer verlaufen. Das ging schon so schön geradeaus, die Läufe lang. Da flutscht es gerade so schön, hat dummerweise mein Navi versagt. Ich habe jetzt hier ganz neu Kopfhörer zum ins Ohr stecken. Und da muss ich nicht die beste, tollste Qualität. Aber zum Musik hören finde ich das sowieso scheiße, weil du hörst ja keine Nebengeräusche. Das heißt, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, kann ich die nicht nehmen, weil dann höre ich ja, die stöpseln ja das Ohr voll zu, da hörst du ja nie, wenn hinter dir Auto fährt oder was anderes. Und zu Hause kapsel ich mich eigentlich und ganz selten mal so ab. Oder ich habe mir gedacht, in von den Beten ins Ohr stecken und du hast dein Navi beim Wandern und Fahrradfahren oder so immer gut am Ohr. Und gehst kein auf den Wecker damit. Ja, ich fahre dann nach Oberhof, wenn ich den zweiten Kaffee getrunken habe.
Und ich glaube, danach gehe ich erstmal eine Stunde ins Bett.